Schnibbel die Stab und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara. Ein bisschen schlechter gelaunt jetzt auf Legende und 1860 München. Warum schlechter gelaunt, kann ich euch super duper schnell erklären. Das ist innerhalb von ein paar Sekunden erledigt, das Thema. Und zwar, ich hatte diese Folge gerade schon aufgenommen. Wir haben 3-0 gewonnen. Einmal Nefkara, zweimal Gabriel. Ich habe jetzt Windows 10 drauf und anscheinend sagt Windows 10, fick dich ins Knie. Und hat dann das Spiel einfach aufgehört. Windows 10 mit FIFA 16 funktioniert nicht mehr. Genau, er stand da. An der Stelle ein großes Leck mich. Als ob wir das nochmal hinkriegen. Das waren schöne Tore. Ein starkes Spiel. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn sowas passiert in FIFA. Also das hat ja wenigstens mit FIFA zu tun. Hauptsächlich finde ich es halt zum Kotzen, dass jetzt einer, der bei uns eine gute Wertung hatte, die jetzt nicht mehr haben wird danach. Und das ist zum Kotzen gerade. Lass mich überlegen. So. Ja, was ist in der Welt passiert? Deutschland ist Handball-Europameister geworden am Wochenende. Hat Wolfsburg mal wieder keinen Punkt geholt. Bayern hat gewonnen, Leverkusen hat gewonnen, Dortmund hat gewonnen. Ja, und wir springen rein in die Partie jetzt sofort. Ach ja, und das erste Mal seit Steffi Graf Kerber hat die US Open, die Australian Open gewonnen. Was auch nicht so schlecht ist. Gegen Serena Williams. Wir springen rein. Tut mir leid, dass ich das jetzt wegdrücke. Normalerweise lasse ich das hier immer drin. Aber das hat mir echt die Nerven gezogen gerade und ich weiß nicht, ob es das gleich wieder tun wird. Abstürzen, einfach so. Also bis jetzt bin ich gar nicht zufrieden mit Windows 10. Es macht ein paar Dinge gut, viele Dinge schlecht. Ah, Nandes bleibt weiterhin der schlechteste Passgeber im defensiven Mittelfeld, den wir haben. Wandschlag war ja genauso mies. Es ist so ungerecht, dass ich das Spiel normal spielen muss. Was das Ganze noch schlimmer macht, ist, wenn wir hier verlieren würden, wäre das einfach nicht fair, weil das wäre so, als hätte Sevilla zurückgespult. Das geht gar nicht klar. Wieder ein FKRA, wie im Hinspiel. Also, ja, wie im Hinspiel und wie im übrigen Spiel, was ich schon gespielt habe, wieder 3-0. Ich habe die Aufnahme einfach gerade gekillt, weil ich habe gedacht, ja komm, vielleicht hat das nochmal zwischengespeichert nach einer Partie, aber nö, es ist halt direkt nach der Partie abgekackt. Da hat das Spiel nicht die Zeit gehabt, nochmal schnell zu speichern. Das war übrigens zu Recht gepfiffen worden gerade von unserem Team. Weil was zum Henker erlaubt er sich da wieder dann an das? Ruben Neves natürlich schon Probleme mit der Ballannahme. Typisch Regen. So eine Scheiße. Ja, ich bin angepisst. Nicht durch... Ja doch, durch FIFA eigentlich. Ich weiß halt nicht, ob es an FIFA liegt oder an Windows 10. Ich würde prinzipiell sagen an Windows. Wenn FIFA nicht von sich aus schon Riesenprobleme hätte mit allem möglichen Scheiß. Also kann ich es auch auf Windows, muss ich es nicht unbedingt auf Windows 10 schieben, sondern kann es auch auf FIFA selbst schieben, wenn das Spiel stürzt auch selbst häufig genug ab. Gabriels lächerliche Passversuche. Also der ist echt im Pass eine Witzfigur, aber gut, das ist ja miteinander dasselbe. Ich hatte eigentlich vorgehabt, heute nicht mehr so böse zu unseren Spielern zu sein, aber nach dem FIFA-Absturz ist meine Laune so hart am Boden, dass ich nicht mehr anders kann. Ich bin einfach richtig pissed auf das Spiel und auf Windows.
so viele lächerliche Macken, die Windows 10 einfach hat, die einfach nicht sein dürfen unter einem Betriebssystem, was auf sich hält. Vor allen Dingen hat das ja, hat Microsoft ja den Support für Windows 7 und Windows 8 eingestellt für Windows 10, jetzt schon. Und dann erlaubt sich das Programm nicht gut zu funktionieren, am Arsch, Microsoft, am Arsch. Für wen haltet ihr uns? Das war richtig schön gespielt. Und Efkara, wie eben auch das 1:0. Selbe Minute übrigens. Sehr schön. Bilal mit einer Vorlage. Wie ihr seid, jetzt höre ich mal ein bisschen auf zu mutzern. Wir haben das Tor gemacht und vielleicht bleibt es ja dieses Mal dabei und stürzt nicht ab. Saisontor, 3 in der Champions League. Alle 3 gegen Sevilla. Hoffen wir mal aufs Beste jetzt. Ansonsten fällt mir nicht so viel ein, was ich dann ändern kann, dass die Partie danach nicht abstürzt. Nandes sehr stark. Jetzt auf Nefkara. Stark. Aber war gar nicht so schlecht. War nur ein bisschen zu steil gespielt. Ah, das hätte auch ein Rechtsfuß nicht mehr hingekriegt. Gefährliche Grätsche, da kann ich auch eine rote für kassieren. Wenn der trifft, das Standbein erwischt. Shit, der kommt an Bilal sogar ran. Nefkara! Das ist Bilal. Schuss war gar nicht so schlecht aus dem Fußgelenk. Ja, jetzt gucke ich mit Sané, wo hier irgendwas frei steht. Gabriel. Wieder Ruben Neves. Das war viel zu stark. Und wir spielen gut. Wie auch in meiner Erstversion dieser Aufnahme. Außer, dass wir jetzt schon 2:0 geführt haben. Bayern hat übrigens gegen Valencia zu dem Zeitpunkt 1:1 gespielt. Ja. Könnt ihr euch nochmal genüsslich reinziehen? Das ist, wie gesagt, ich habe das schon gespielt. Die Partie. Ich wusste, dass das Ergebnis kommt. Nur der Wechsel ist überraschend. Ach, noch denken die, die hatten eine Chance. Beim letzten Hinspiel, also beim letzten Mal, wo ich das Spiel hier gespielt habe, habe ich schon 2:0 geführt. Sané war übrigens der Vorlagengeber beim ersten Try. Ruben Neves abgefälscht, glaube ich, war der. Oder schlecht getreten. Ich glaube, aber abgefälscht, ja.
Abstoß. Nee, noch eine Ecke. Ändert aber nichts daran, dass das nicht gut gespielt war. Gabriel! Ruben Neves! Couture mit einer Bombenparade. Den drehen wir mal ein bisschen weiter nach außen. Da ist der zweite Wechsel vonstatten gegangen von Sevilla. Ah. Der Pass war zu lame, zu schwach, wie man auch immer das bezeichnen will. Lauf schneller. Gott sei Dank kommt dieser Müll dabei raus. Wir wechseln. Ruben Neves läuft viel, kann aber leider heute wenig machen. Und Wolf kommt rein. Gabriel hat noch nicht getroffen. Gabriel bleibt in der Partie. Doppelwechsel bei 18:60. Rechtes Mittelfeld, defensives Mittelfeld, beide gewechselt. Gabriel auf Wolf. Wolf ist kein guter Techniker, aber das hat er trotzdem nicht so schlecht gemacht. Der Ball hätte auch direkt bei den Gegnern wieder landen können. Ja, wo Newcop da steht. Wenn der Pass von Newcop übrigens gut ist, dann kann ich daraus was machen. Leider ist der Pass von Newcop grausam schlecht. Aber wie gesagt, das ist auch mehr eine Notlösung. Es ist mir eigentlich auch egal, ob wir gewinnen jetzt das Spiel. Ich habe das Spiel schon gewonnen gehabt. Entsprechend interessiert es mich gerade relativ wenig. Gute Grätsche. Gabriel mit ein bisschen Tempoerhöhung. Glanzparade, ganz, ganz stark. Das war stark. Schade, dass Nefka den nicht einnetzt. Wolf technisch so unglaublich mies, dass da gerade gar nichts draus geworden ist. Aurelio ist der nächste Wechsel. Gabriel hat noch mehr Ausdauer als Nefka, also logische Schlussfolgerung. Ja, Sané, sei nicht so faul. Drin. Was zum Henker, Wolf, du bist so scheiße, Mann! Lasch! Alter, was für eine Wurst.
Ich drück Dreieck nach unten, kann er nicht. Weil er nicht passen kann. Das war stark von Gabriel auf Newcomb. Auch wenn er hier heute keinen Doppelpack macht, wie in der halben Stunde vorigen Aufnahme, das war trotzdem super von Gabriel. Newcomb steht genau richtig, top. Bisschen Stellungsspiel hier. Müssen ja nicht mehr viel machen. Lächerlicher Pass. Wie man es von Teavis nicht anders... Ach, nicht von Teavis. Wie man es von Wolf nicht anders kennt. Das gibt noch eine gelbe. Ne, das gibt nichts. Alles okay, sagt der Schiedsrichter. Mal hoffen wir, dass das jetzt funktioniert. Das war's. Aber nochmal eine gute Aktion. 2:0, wie gesagt, das Halbfinale war ja schon vor so oder so sicher. Ich glaube, das habe ich gar nicht wie gesagt. Das habe ich in der vorherigen Aufnahme gemacht, als Satz. Ich drücke das jetzt einfach mal weg, weil ich hoffe, dass die Aufnahme weitergeht und das klappt. Ja, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Boah, mein Herz. Es hat geklappt. Dortmund verliert leider. Aber Bayern und wir sind weiter und Gott sei Dank, Mann, hat das geklappt, Mann. Nee, ohne Witz, mein Herz, das war am Rasen. Tut mir mega leid für das, was ich bis hierhin gemacht habe. Oh, Vertrag läuft in 3 Monaten aus. Ich meine damit, dass ich das alles so weggedrückt habe und. Ich hoffe, dass das nicht mehr vorkommt in FIFA. Das hat jetzt gut geklappt. Indirekt, gucken wir mal. Das ist übrigens Gabriel von Santos. Der ist noch ein größeres Talent als unser. Hat auch in der Champions League gespielt. Turnierpreisgeld. Ja! 6 verkackte Millionen. Und das will ich eigentlich nochmal in einen Jugendstab schicken. Wir suchen ja momentan gar nicht mehr, interessanterweise. Du... Scout zurückrufen. Ach, die sind beide noch unterwegs. Na, wie gesagt, er hier. Na. Geh nach Holland. Ja. Geh wirklich nach Holland für 9 Monate. Such nach technisch Begabten. Vielleicht findest du was. Wäre cool. Ansonsten halten wir Ausschau nach einem 5-5 Sterne. Da bin ich auch bereit, dann bis zu 5 Millionen zu bezahlen. Das ist alles kein Thema. Jetzt können wir nochmal übrigens reden. Da gab es noch den ein oder anderen Spieler, der mehr Gehalt haben wollte. Unsere Transferliste steht. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Kümmern wir uns die Tage drum. Aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Wir gucken jetzt erstmal. Gegen Bochum geht's morgen. Jetzt kommt erstmal, wenn der Champions League auf uns wartet. Die Bayern! Die Bayern! Und Man U gegen Juve. An dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Lefkara, auf Legende für den Dienstag. Und wir sehen und hören uns morgen wieder dann in der Bundesliga gegen den VfL Bochum. Und wie gesagt, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, euch gefällt weiterhin die FIFA-Serie. Es tut mir leid heute, dass ich so pissig war. Ich nehme am Stück auf und jetzt, dass es ja klappt, bin ich wieder glücklich. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Wie gesagt, es ist ja schon Dienstag.
Haut's rein, Leute. Ciao, ciao!